Kannst du dir mal reale Irrsinn anschauen? Machen wir doch. Ich weiß nicht, was das sein soll. Anita Wolf aus dem niedersächsischen Lehrten hat einen Brief für einen Impftermin bekommen. Und ihr Schwiegersohn kümmert sich gleich darum. Online mal eben anmelden. Sollte ja nicht so schwer sein. Dann steht da, dass man da eine Nummer braucht. So, da, wieso, was für eine Nummer? Wie? So, da haben wir Oma gefragt, Oma, hast du irgendwie eine Nummer gekriegt oder irgendwie sowas? Naja, und Oma sagt, nee, ich habe noch keine Nummer. Hier sind 3 Seiten Papier, musst du mal durchlesen. So, und naja, da war aber auch keine Nummer. Ja, da muss man sich erstmal reinfuchsen. Keine leichte Nummer. Das ist eine Frechheit, was man da älteren Menschen zumutet, über 80-Jährige. Also ich meine, wir sind jetzt auch über 50, okay, sind vielleicht auch nicht so affin mit dem Computer, aber es war echt ein Hammer. Und dann ist man endlich durch und dann funktioniert das nicht. Gut, das dauert wohl noch. Jetzt hat der sich aufgehängt. Besuchen wir so lange Leon Merten. Er wollte bei einem Autohändler in Bad Segeberg ein Auto Probe fahren. Das allerdings ist verboten, wegen Corona. Ja, ist absoluter Schwachsinn. Also ich darf ins Auto einsteigen. Ich darf damit rumfahren, so oft wie ich will. Ich darf den Motor starten. Ich kann. Auf dem Hof darf ich alles machen, was ich will. Nein, doch. Nur sobald ich die Straße passiere, ist es verboten. Das ist sehr kurios. Nicht kurios, sondern Gesetz. Laut § 8 Absatz 1 und 2 der Corona-Landesverordnung ist eine Abholung von Waren nach Vorbestellung möglich. Probefahrten sind demnach nicht möglich. Also wenn ich mich irgendwie anstecken würde, sobald ich auf die Straße falle, wenn die Ansteckungsgefahr höher wäre, als wie auf dem Parkplatz. Das verstehe ich nicht. Das kann mir auch kein Mensch, glaube ich, erklären. Doch, ist so. Viele Leute verstehen das nicht, aber ist so. Begründen kann ich jetzt auch nicht, aber es wird schon so sein. Weil stell dir jetzt mal vor, du hast deine Klimaanlage an und jemand hustet in die Klimaanlage und es saugt dir praktisch die Viren in die Fresse. Und da haben wir dann ein großes Problem. Und deswegen fahrt da nicht Auto. Na, Herr Scherling, wie läuft's mit dem Impftermin? Scherling, der Herr Scherling. Termin. Wir hatten schon Termine. Bis Dienstag, genau. Und dann hängt sich das Ding auf, dann geht das nicht mehr. Also erstmal die E-Mail-Adresse Ihrer Schwiegermutter eingeben. Ja. Hab ich nicht. Wie bitte? Ich habe keine E-Mail-Adresse. Oh, blöd. Aber die macht ihr sicher schnell der Schwiegersohn. Vielleicht kann ja Annika Walkenhorst helfen. Ihre Oma in Hannover hat nämlich auch Impfpass. Die haben auf jeden Fall eine stabile Webcam, muss ich ehrlich sagen. Post bekommen. Darin stand allerdings Überraschendes. Genau genommen hat mein Opa den Termin gekriegt und nicht meine Oma. Ja, auch gut. Wird der Opa geimpft, oder? Es gibt einen kleinen. Das ist ja noch besser, auf jeden Fall. Mein Opa ist schon lange tot. Vielen Dank. Oh, was heißt schon lange? 16 Jahre. Da musste selbst meine Oma. Was? Es gibt einen kleinen Haken. Mein Opa ist schon lange tot. Oh, was heißt schon lange? 16 Jahre. Da das kann man ja nicht wissen, dass der Herr schon 16 Jahre tot ist. Wie soll man denn das wissen? Musste selbst meine Oma lachen. Apropos, mal sehen, ob Herr Scherling was zu lachen hat. Das macht doch keinen Spaß mehr. Jetzt gibt's nicht mal mehr Termine. Dann lassen wir den ganzen Quatsch jetzt. Wir bleiben jetzt zu Hause, wir warten, bis die Impfung bei den Ärzten zu machen geht und dann kannst du da impfen und musst halt eben so lange noch drin bleiben und aufpassen, dass du nicht weiter ansteckst. Komm, lass gut sein, dann ist es so. Komm, hört auf, macht mir nicht so einen Schabernack, liebe Freunde. Hört mir auf.